Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Support-Video für Juli 2020. Und es gibt ein paar News, aber also jetzt keine besonderen eigentlich, keine großartigen News. Aber zumindest ein paar Kleinigkeiten, die wir mal kurz zusammenfassen und dann auch, wie es jetzt im August weitergehen wird. Zuallererst Let's Play technisch. Data Life ist jetzt im Juli tatsächlich vorbei. Also wir haben nicht ein Jahr dafür gebraucht. Das waren tatsächlich knapp 11 Monate, 10,5, um alle 3 Spiele durchzuspielen, was echt eine lange Zeit ist. Aber man muss auch wirklich sagen, zusammengefasst waren das, glaube ich, über 80 Stunden Let's Play. Und das ist schon heftig in Videos zwischen 15 und 60 Minuten gequetscht. Das sind schon einige Folgen. Und 60 Minuten gingen die wenigsten Videos, das waren insgesamt nicht mal 15 Stück oder so. Das heißt 65 Stunden aufgeteilt in 15 bis 30 Minuten Videos. Also schon eine ganz schöne Menge. Aber es waren halt auch 3 Spiele, muss man sagen. In 10 Monaten 3 Spiele, heißt jedes Spiel ging gerade mal 3 Monate. Und dafür, dass sie so relativ lang ging, geht's eigentlich noch. Deswegen habe ich ja dann auch diese einstündigen Folgen gemacht. Aber es ist vorbei und jetzt spielen wir Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wer es noch nicht gesehen hat, würde ich euch empfehlen. Macht echt Spaß und man kann nochmal die Yu-Gi-Oh! Kampagne, wirklich den kompletten Anime quasi durchspielen. Es gibt ein paar Sachen, die ausgelassen werden, klar. Es ist nicht jedes einzelne Duell drin, das es im Anime gibt. Aber die meisten sind drin, die wichtigsten sind drin und man kann quasi die Anime-Story einfach nochmal nachspielen und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, ist unser Let's Play-Ablöser für Data Life gewesen. Iron Marines geht jetzt auch nur noch ein paar Tage. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, die Leute, die sich das angucken. Da kommen jetzt nur noch wenige Folgen. Und dann wird das auch abgelöst. Von was sage ich noch nicht. Aber das könnt ihr eigentlich in der Let's Playliste nachschauen. Wobei es nicht hundertprozentig sicher ist. Na gut, okay, ich sag's doch. Es ist Sekiro. Eigentlich wäre jetzt Pokémon dran gewesen. Also Pokémon Schwert. Aber warum ich es jetzt verschiebe, ist einfach aus dem Grund, dass Yu-Gi-Oh!, habe ich jetzt gemerkt, ein ziemlich langes Let's Play werden wird, weil da gibt es 5 verschiedene Kampagnen und wir haben noch nicht mal die erste durchgespielt. Also das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das durchhaben. Und Pokémon, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange das dauert, wenn man jetzt wirklich nur auf die, in Anführungszeichen, Story geht, also nur auf Arenen und so, und jetzt nicht wirklich darauf, jedes einzelne Pokémon zu haben oder alle Shinies zu fangen oder so. Das werde ich eh nicht machen, vor allem nicht als Let's Play, das schaut sich ja kein Mensch an, das ist ja extrem langweilig. Wenn man einfach nur rumläuft und 300 Mal das gleiche Pokémon sucht, um es in Shiny zu fangen. Das nicht, aber trotzdem wird es wahrscheinlich ein relativ langes Let's Play, also ein verhältnismäßig langes. Und ich will ungern 2 extrem lange Let's Plays nebeneinander laufen haben, einfach nur weil dann halt kaum noch Abwechslung kommt, weil dann sagst du jetzt quasi, ah, okay, jetzt kommt Pokémon und Yu-Gi-Oh! In 3 Monaten kommen immer noch Pokémon und Yu-Gi-Oh! Schön. Was hat sich jetzt in den 3 Monaten getan? Das ist ja genau das Gleiche. Also für die Leute, die es halt nicht interessiert, quasi meine ich jetzt, ist es halt dann ziemlich schlecht. Und deswegen würde ich es halt immer so machen oder probieren. Ich meine, immer wird es nicht gehen, aber dass halt 2 so extrem lange Let's Plays, die halt wirklich ein paar Monate wahrscheinlich dauern, weil es einfach sehr, 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 sehr viel Content ist. Wenn du halt wirklich 60, 70 Stunden an einem Spiel sitzt, na, dann werden es halt auch ein paar hundert Folgen. Oder ein paar hundert ist vielleicht übertrieben. Aber werden es halt echt einige Folgen. Ist ja klar, weil ich meine, du kannst ja 60, 70 Stunden nicht innerhalb von 2, 3 Folgen durchspielen, dann müsstest du 30 Stunden Videos machen und das würde sich ja erst recht keiner anschauen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt doch erstmal Sekiro, wahrscheinlich. Außer ich überlege es mir im letzten Moment nochmal anders, aber Pokémon wird dann quasi nochmal verschoben. Aber kommt auf jeden Fall dieses Jahr auch noch. Genau. Und ja, dann haben wir noch mit Flife Legacy angefangen, was im Endeffekt nur ein Lückenfüller ist für die Tage, wo ich keine Flife-Videos habe. Muss aber sagen, ist eigentlich auch ganz nice und ich meine, ich habe natürlich auch keine Absicht, da jemals Geld für auszugeben und ich finde, als nebenbei als Let's Play ist es nicht schlecht und wenn man bedenkt, wie viel Zeit und wie viel Energie ich in Flife gesteckt habe und in das gesamte Drumherum, dann ist es eigentlich eine Schande, dass ich mich nicht mal ansatzweise mit dem doch ziemlich beliebten, muss man sagen, Mobile Game ansatzweise auskenne. Also ich weiß eigentlich gar nichts darüber. Und deswegen wäre es eigentlich schon ganz gut, um den Flife-Horizont zu erweitern, was einen da eigentlich alles so erwartet. Ich meine, klar, es ist ein Hardgrind-Mobile-Game mit einem heftigen Pay-to-Win-Faktor. Ich weiß das. Das braucht ihr mir nicht unter jedes Video schreiben. Ich weiß das. Ja, aber erinnert ja nichts dran. Flife ist genauso Pay-to-Win. Wenn du jetzt hier 1000 Euro in Flife auflädst, klar, wenn du es falsch investierst oder selbst wenn du 1000 Euro auflädst, hast du nicht mal ansatzweise das beste Equipment. Aber
ist es trotzdem Pay to Win. Und es ist genauso hard grind. Also, wer einen normalen Flyfers erreichen will, muss genauso Herz und Seele in das Game stecken. Und beim Mobile Game werde ich das natürlich nicht zu übertreiben, klar, weil ich dafür einfach gar nicht die Zeit habe. Aber ich werde es einfach casually, wie ich es jetzt halt auch gespielt habe am Anfang, weiterspielen und dann gucken wir, wo wir damit landen werden. Und genau, das hat jetzt auch angefangen. Ja, das waren eigentlich die Let's Play-Infos. Ja, Skyrim läuft jetzt erstmal alleine weiter, habe ich ja gesagt, bis wir es durchgespielt haben und mit Modden anfangen. Das wird jetzt auch ein paar Folgen noch dauern, einige Folgen, weil da sind wir noch nicht ganz fertig, leider. Dauert aber auch ganz schön lang. Skyrim ist auch ein gigantisches Spiel, also da kann man unendlich viel Zeit drin verbringen. Literally unendlich. Genau. Dann New World, habt ihr ja bestimmt alle mitbekommen, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, wurde ja verschoben. Das heißt, da kommt jetzt im August leider auch nichts. Jetzt die letzten Tage und ich glaube heute auch noch, läuft gerade so eine Alpha Version, wo die Server getestet werden. Von der darf man keine Videos, keine Screenshots, keine Livestreams, gar nichts teilen. Das ist quasi top secret, was da passiert. Deswegen mache ich da auch nicht mit. Ich wurde zwar dazu eingeladen, weil ich ein Vorbesteller bin. Oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch random, keine Ahnung. Aber ist egal, auf jeden Fall wurde ich dazu eingeladen, habe aber nicht mitgemacht. Ich warte auf die richtige Closed Beta oder auf den Playtest, sagen wir es mal eher. Closed Beta ist es nämlich eigentlich noch nicht wirklich. Also ich glaube, es heißt sogar Closed Beta, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es so ein Vorbesteller-Playtest. Ich glaube, es ist Level 25 oder so. Die Tests, die jetzt gerade laufen, sind, glaube ich, viel weniger. Nur die ersten paar Quests darfst du machen und immer nur 3 Stunden am Tag spielen. Dann ist wieder offline, das ist relativ uninteressant. Aber am 25.08. beginnt dann der richtige Playtest, wo man dann 1-2 Wochen lang so weit spielen kann, wie das Game eigentlich schon da ist. Das, was halt ursprünglich jetzt gewesen wäre, und dann am 25.08. wäre eigentlich Full Release gewesen, aber wurde jetzt ja wie gesagt alles verschoben wegen Corona und weil sie noch nicht genug Endgame-Content hatten und so weiter und so fort. Und ja, aber das werden wir uns dann auf jeden Fall auch zusammen anschauen. Genau. Ja, und dann die letzte Sache, die euch bestimmt aufgefallen ist. Ich habe jetzt gut und gerne 2 Wochen nicht gestreamt. Das lag im Endeffekt daran, dass bei mir einfach was sehr Einschneidendes passiert ist im privaten Leben. Und ich will darüber auch gar nicht so viel reden. Aber ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Zeit auch für mich gebraucht. Weil wenn man jeden Tag 7-8 Stunden streamt, 7-8 Stunden schläft und dann auch noch Videos aufnimmt, dann könnt ihr euch ja denken, wie wenig Zeit man dafür irgendwas anderes hat. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eine kleine Auszeit gemacht, eine kleine Pause, die ist ein bisschen länger geworden jetzt, wie gesagt, gute 2 Wochen dann. Aber wie gesagt, das musste einfach mal sein. Und ja, jetzt demnächst werden natürlich wieder Streams kommen, weil ich fühle mich jetzt schon schlecht für die ganzen Leute, die jetzt im Juli subscribed haben auf Twitch und ja, im Endeffekt gefühlt keinen einzigen Stream bekommen haben. Nach der Hälfte des Monats, also kommt auf jeden Fall und trotzdem danke an alle, die ihr Abo verlängert haben auf Twitch und so weiter und so fort, haben nämlich tatsächlich ein paar gemacht, also appreciated und genau, wollte ich sonst noch was sagen, probiere gerade nochmal, ich habe mir keine Liste geschrieben dieses Mal, es waren auch nicht so viele Punkte. Ja, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ansonsten natürlich wie immer danke fürs Einschalten. Ja, auch, dass ihr die neuen Projekte unterstützt. Yu-Gi-Oh! Kam ziemlich gut an, das Let's Play, hat mich gefreut. Ja, gucken wir mal, ob es in 1-2 Monaten bei Folge 80 sind, immer noch so ist. Aber ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Genau, Life Legacy kam nicht ganz so gut an. Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, es ist auch nicht das beliebteste. Ich sag mal, nur weil es viel gespielt wird, heißt es nicht unbedingt, dass es auch jeder mag. Das ist ja wie beim normalen Flyfe auch so. Es spielen immer noch ziemlich viele, wenn man bedenkt, wie alt es ist und so und wie viel Fehler es hat. Aber deswegen mag es trotzdem nicht jeder. Ich weiß, ja. Aber ja, trotzdem auch danke für die Leute, die das supporten. Ich denke mal, ein Großteil ist schon interessiert dran, auch wenn man es nicht unbedingt selber spielen will, wie das Game dann vor allem später halt aussieht, was man dann machen kann, wenn man mal die ersten 150 Level oder so hinter sich hat oder so. Und genau, das gucken wir uns dann einfach zusammen in dem Let's Play an. Kann auch sein, dass da einfach jetzt ein bisschen mehr Life Legacy kommt, weil ich meine, wenn ich jetzt nach Folge 3 wieder eine Woche kein Video mache, das macht mir auch keinen Fortschritt. Also am Anfang wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Später dann mal gucken, was das Spiel so hergibt noch für Videos. Und genau, ja. Aber wie gesagt, also wie immer, danke fürs Einschalten, fürs Klicken auf dieses Video und auf jedes andere, das ihr euch angeschaut habt. Jetzt die Tage kommt noch ein neues Yu-Gi-Oh! Set raus, ein Unboxing-Set.
wieder ein ziemlich heftiges. Da habe ich auch 6 Displays. Ich weiß nicht, ob ich die alle auf Video aufmache, weil ich habe schon lange keins mehr mit meinem Bruder aufgemacht und hat mir letztes Mal schon gesagt, ach, machst du die wieder alle nur im Video auf? Ja, also er ist da schon ein bisschen mad, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich darf immer doppelt öffnen, weil ich mache bei ihm immer mit auf. Also ich darf immer die Hälfte von seinen Packs mit öffnen, wenn er seine aufmacht. Und wenn ich meine auch ein Video aufmache, halt nicht. Ja, deswegen mache ich immer quasi doppelt Packs auf und er nicht. Deswegen mal gucken, vielleicht mache ich nur 4 ein Video auf oder nur 3 und die anderen mache ich vielleicht mit meinem Bruder zusammen auf. Mal schauen. Das sehen wir dann, aber ich habe auf jeden Fall 6 fette Displays und ihr werdet natürlich die volle Ausbeute sehen. Ich hoffe sehr, wir ziehen eine Prismatic Secret Rare, Holographic Rare und Ultimate Rares sollen auch in dem Set sein, habe ich zumindest auf der japanischen Seite gesehen. Ich weiß nicht, ob es das im europäischen oder im TCG dann auch geben wird, aber es ist auf jeden Fall auch ziemlich heftig und ziemlich geil. Also, das wird eines der heftigsten Sets des Jahres wahrscheinlich werden, nach Premium Gold wahrscheinlich, das im Oktober kommt. Aber jo, ist auf jeden Fall nice. Das wird Sahne, wie man so schön sagt. Und genau, das kommt jetzt dann am 6.8., glaube ich, raus. Also nicht mal mehr eine Woche. Und ja, dann war es das, glaube ich, jetzt aber wirklich alles. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich irgendwelcher Let's Plays oder so, könnt ihr die natürlich in die Kommentare schreiben oder irgendwas anderes, was euch interessiert, was gerade so auf dem Channel passiert. Es kann sein, dass jetzt im August noch eine neue Serie startet, extra, weil jetzt habe ich ja Sommerferien und ich sitze eigentlich den ganzen Tag nur daheim rum. Also da muss man die Zeit ja fast mal nutzen, weil wenn es im Oktober, im September wieder mit der Schule losgeht, wird die Zeit wieder knapp. Also werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr noch machen. Es läuft jetzt aktuell eh schon sehr viel eigentlich. Mit den Yu-Gi-Oh!-Dingern extra noch und 3 Let's Plays zeitgleich. Plus, wenn sie wieder kommen, Streams und Live und so weiter und so fort. Crucible kommt manchmal noch ein Video. Also läuft ja eh sehr viel mehr als sonst, ja. Genau. Und ja, da wird vielleicht noch eine Sonderserie jetzt im August starten. Und genau. Heute Abend mal gucken. Geplant ist eigentlich, dass ich heute wieder streame. Der erste Stream am 1.8. seit langem. Ja, hauptsächlich eigentlich aus dem Grund, dass ich einfach das Event farmen muss und bisher habe ich es nicht wirklich gemacht. Also eigentlich gar nicht. Und das Event ist schon fast 2 Wochen um und es geht nur 3 Wochen. Also muss ich mich wieder ein bisschen dazu zwingen. Und am besten funktioniert das, wenn man einfach live streamt, weil dann, ja, zockt man ja eh live und dann farmt man auch entsprechend. Na gut. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, nochmal danke an alle, die mal Videos angucken und natürlich nochmal dickes Danke an die ganzen Subscriber und auch die Bits-Spender und so weiter und so fort vom Anfang des Monats. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Und wie gesagt, sorry, dass jetzt keine Streams mehr kamen. Es ist ja eigentlich auch nicht üblich, dass so lange nichts kommt. Das, wie gesagt, wenn sowas Einschneidendes passiert im Leben, dann braucht man manchmal etwas Zeit für sich einfach. Und die habe ich auch gebraucht. Und ja. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut rein und wünsche euch einen schönen Sommer. Ciao, ciao.